Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22. Ja, nochmal zum kleinen Video über Farmers Life. Und zwar, ja, will ich auf dem Weg nochmal rumfragen oder halt nochmal ein Video machen, wo ihr euch bewerben könnt zum Mitmachen in dem Projekt. Ja, wir suchen immer noch händeringend Leute, gerade für Unterstützung auf den Höfen. Wir fliegen jetzt hier mal ein bisschen über der Karte. Seht ihr auch den letzten Stand nach den letzten Aufnahmen? Beziehungsweise das war jetzt der Stand vor den nächsten Aufnahmen gewesen. Bei mir war der Bauhof schon zu Besuch. Aber das sehen wir uns alles in der nächsten Folge an. Ja. Und zwar, wir suchen definitiv weiterhin Leute zum Mitmachen. Das Problem ist halt, so wie zum Beispiel Sven oben am Landhandel. Der ist da alleine völlig überfordert. Klar, er hat da zwischendurch Ramsey zur Aushilfe, aber halt, der kann ja auch nicht dauerhaft. Er hat ja auch noch seine Felder, all drum und dran. Und wer die Folgen natürlich fleißig verfolgt, weiß ja auch, ja, das mit Ramsey ist ja auch so eine Sache, ne? Deswegen, also wir bräuchten auf jeden Fall definitiv noch ein paar Mitspieler auf der Karte. Wie gesagt, wir fliegen jetzt hier mal so ein bisschen rüber. Der Schädel lädt noch bei mir, also wenn es mal kurz ein bisschen ruckelt, sich daran, weil es alles sieht. Ich bin gerade rauf auf der Karte. Jetzt leider auch nicht den Mod drin, dass wir ein bisschen schneller fliegen können. Ja, aber ist auch scheißegal. Deswegen, also, wir brauchen auf jeden Fall noch Mitspieler hier auf der Karte. Ob das nun bei Sven auf dem Hof ist, also der Landhändler, der braucht einen, der definitiv da ist, vielleicht auch ein paar Erfahrungen zwecks schlossermäßig hat. Das wäre natürlich ganz cool. Ja, wie es hier bei Capo zum Beispiel, wo wir gerade über dem Hof fliegen, auch sehen. Also beim Ackerbau, ob der auch Hilfe braucht, wissen wir noch nicht. Lasst uns überraschen. Aber zum Beispiel jetzt auch unten der Hof, der Günther-Hof, weil Günther ist aktuell erstmal raus, also Dominik, wegen Slotbegrenzung. Und ja, der muss jetzt halt warten, bis er wieder was Adäquates hat an Konsole. Also ist dort jetzt erstmal denn der Bürgermeister alleine drinne. Die Folge vom Bürgermeister seht ihr die nächsten Tage. Die Vorstellung des Bürgermeisters. Alleine auf dem Hof, aber der braucht garantiert auch Hilfe da unten, weil der Bürgermeister kann ja auch nicht immer. Da brauchen wir Hilfe. Wie es bei Ramsey aussieht, weiß ich nicht, ob der auch noch einen zweiten oder dritten Mann braucht. Das wird Ramsey bestimmt auch selber nochmal sagen. Denn der Bauhof, fliegen wir gerade hier rüber. Hier hat der Bauhof sich was Schönes gebaut. Wie ihr seht, einen schönen Steinbruch direkt für den Bauhof. Der Bauhof bräuchte vielleicht auch noch ein oder zwei Leute. Gut, beim Bauhof ist natürlich wichtig, dass die Leute, die mitmachen, im Bauhof natürlich auch mit dem Baumenü vernünftig umgehen können. Ne? Das werden wir auf jeden Fall vorher testen müssen. Ja, wäre auf jeden Fall wichtig, wenn wir das vorher testen. Also die Leute, die halt im Bauhof mitmachen, sollten halt auch schon mit dem Landschaftsbau ein bisschen umkönnen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, wie gesagt, die Gemeinde braucht vielleicht auch noch ein oder zwei, ich weiß jetzt nicht genau, Leute, zwecks auch mal ein paar Behörden zu besetzen. Damit der Bürgermeister auch gut vertreten ist, wenn der Bürgermeister mal nicht da ist. Da brauchen wir auch noch Leute für. Bei mir auf dem Hof bräuchten wir auch noch einen zweiten, also einen dritten Mann dazu. Der zweite ist ja noch da, bloß aktuell sieht es bei denen halt auch schlecht aus wegen Familie. Beim lieben Michel. Deswegen, also vielleicht noch einen dritten Mann bei uns auf dem Hof. Fliegen hier gerade über die Gemeinde rüber. Kennt ihr ja schon. Dort stehen doch die Baumaschinenfahrzeuge. Da ist Ramsey sein Hof. Also, das ist ja auf jeden Fall wirklich wichtig. Wir können mal ein bisschen schneller rankommen hier. So, hier, das hier zum Beispiel, ja, wie gesagt, der Hof des Händlers. Ihr seht. Er hat die große Produktion hier am Laufen, wo da wird ja alles produziert, da wird Diesel produziert. Ach ja, da wird eigentlich wird in dieser Produktion alles produziert. Noch dazu hat er natürlich separat, damit der Hof halt ein bisschen was drauf hat, die Futtermischproduktion, die Kalbproduktion, die Schweinefutterproduktion. Aber das muss halt auch alles am Laufen gehalten werden. Sven muss ausliefern. Sven wird auch demnächst garantiert mehrere Sachen zur Wartung bekommen. Deswegen, also, ich glaube, bei Sven ist es bald sogar am wichtigsten, dass der noch, ja, eine Hilfe bekommt.
Dings, Günther. Genau, das ist der Hof von Günther. Und hier muss man ja jetzt ganz ehrlich sagen, ist ja aktuell denn jetzt nur der liebe Bürgermeister drauf. Also hier könnte man sich quasi richtig noch entfalten. Weil, wie gesagt, Dominik ist leider erstmal raus, dadurch, dass er halt, dass wir jetzt mittlerweile an der Slotsgrenze dran sind. Das war aber halt irgendwann klar, dass die, na, wie heißt das, alten Konsolenspieler leider Gottes irgendwann hinten runterfallen. Könnt euch ja jetzt mal zeigen, wie viele Slots wir haben, aber da ich ja vom PC drin bin, sehe ich die ja jetzt aktuell nicht. Ich bin ja jetzt aktuell auch alleine auf der Karte. Gestern die Aufnahmen haben ja nicht, haben nicht stattgefunden. Das holen wir nach. Bin ich hier reingefallen. Toll. Naja, so ist es halt. Na, dann sind wir wieder bei Günther. Genau, die Aufnahmen haben nicht stattgefunden. Deswegen dachte ich mir, scheiß drauf. Ich mache jetzt mal fix nochmal ein kleines Video. Da seht ihr nochmal so ein bisschen die Höfe, wie die jetzt aussehen. Was euch hier erwartet, wenn ihr irgendwo mitmachen wollt. Wäre auf jeden Fall cool. Wie gesagt, das ist jetzt alles der Günterhof. Und ja, das hier ist ja wie gesagt mein Hof. Wir brauchen definitiv Unterstützung. Weil, ja, wir können ja mal immer so rumlaufen. Das seht ihr jetzt bald in der Folge. Das habe ich hier beim Bauhof im Auftrag gegeben. Wieso, weshalb ihr das oder was ich damit genau vorhabt, werdet ihr ja dann bald sehen. Was das hier auf sich hat, warum wir jetzt hier eine vernünftige Waschplatte haben, werdet ihr auch sehen demnächst. Wieso, weshalb das umgebaut werden musste. Ja, da hat der Bürgermeister und Polizist sich was Gutes einfallen lassen. Das muss behoben oder gemacht werden. Und wie ihr seht, wir sind ja soweit jetzt der Hof gut ausgestattet, aber ja, ist halt zu viel für irgendwann für einen alleine. Deswegen bräuchten wir auf jeden Fall definitiv Unterstützung auf der Karte. Wie gesagt, könnt ihr doch mal grob zusammenfassen. Der Landhändler. Ja, ich weiß gar nicht, ob der ein oder zwei Leute bräuchte. Da er noch Ramsey als Unterstützung zwischendurch mal da hat. Aber wie gesagt, wie das alles mit Ramsey läuft, das wisst ihr ja in den Folgen, wie der so drauf ist. Bei Capo, wie gesagt, also von Ackerbau weiß ich gar nicht. Er hatte wohl einen, aber da kam bis jetzt auch noch nichts. Ob wir da noch einen mit draufsetzen müssen. Denn wie gesagt, der Hof vom Dominik, also vom Günther, der braucht auf jeden Fall noch eine helfende Hand. Ramsey selber weiß ich nicht, das muss Ramsey entscheiden, ob er Hilfe braucht oder nicht. Aber eigentlich ist das ja so ein Geizknochen, der will ja gar kein Geld ausgeben, der olle Geizknochen. Also spart er sich ja das Geld lieber ein für Leute. Ja, und wie gesagt, und dann halt bei mir wäre halt auch noch ein Mann mehr. Gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt hier so rumläuft, fahrzeugtechnisch sind wir gut aufgestellt. Bin sogar beim Überlegen, sogar noch einen Träger zu investieren. Natürlich erst, wenn wir den anderen abbezahlt oder das andere alles abbezahlt haben. Was ihr ja jetzt ja, in dieser Woche seht ihr das ja, was wir da für einen Deal mit dem Händler geschlossen haben, weil da jetzt auch andere Fahrzeuge schon auf dem Hof stehen. Das seht ihr ja diese Woche, die jetzt kommt. Deswegen, also schreibt unter dem Video gerne drunter, wer mitmachen will. Und dann beratschlagen wir uns nochmal schön und dann könntet ihr zur nächsten Aufnahmesession auch gerne mit einsteigen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir haben aktuell sind wir bei 97 Mods, also 98 mit der Karte. Also wir sind immer noch unter 100 Mods und das für ein RP-Projekt ist das, denke ich mal, noch ja, recht human. Deswegen würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Ja, länger will ich das Video jetzt auch gar nicht ziehen, genug gequasselt. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, kommt zu uns auf dem Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung drin. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dafür lasse ich heute auch extra die Baufolge einmal ausfallen. Die holen wir nächsten Sonntag nach. Sonntag nach. Vielleicht kommen da gleich zwei Folgen sogar hoch. Dafür, dass ich jetzt nochmal einmal ein bisschen Werbung für unser Projekt mache. Weil, wie gesagt, wir kriegen das halt mit. Gerade Sven oben, der braucht definitiv Unterstützung. Deswegen. Meldet euch gerne, damit bin ich raus. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.